So, zweiter Teil, Brave New World Civilization 5, Venedig gegen Zulu, Chaka weiß quasi. Ja, plus 6 andere Nationen, Spielgeschwindigkeit schnell, alle Add-ons aktiviert, die es überhaupt gibt in diesem Spiel. Und Pechi hat mir im ersten Teil ja, am Ende des ersten Teils hier, die Ruine weggenommen. Vor der Nase weggeschnappt, da werde ich ganz schön sauer. Die hatten meine Speer gerade frisch gesehen, da kann ich ja wohl nicht. Ich muss jetzt erstmal einen Glauben einführen. Du bist mir allerdings eine Sache schuldig, du musst mir sagen, was in der Ruine war. Ich muss ja wissen. Ich habe keine Ahnung, muss ich gucken, oder? Du musst doch wissen, was in der scheiß Ruine war. Ihr habt genug, ich muss jetzt erstmal gleich ein Pantheon gründen. Speer, großer General. Alte Ruinen, eine Einheit, die zu den Ruinen geschickt wird, könnte verborgene Geheimnisse entdecken, steht da nur, super. Da muss doch stehen, was du da, das gibt's doch überhaupt gar nicht. Steht da aber nicht, ich muss jetzt ein Pantheon gründen, Mann. Naja, mach das mal. Je länger ich drüber nachdenke, desto cooler finde ich das osmanische Krieger. Wo kommen denn die Osmanen her? Hä? Hä? Das ist Süleyman. Dem bin ich auch gerade begegnet. Ja, aber wo kommt denn die Einheit her? Vor allem, das sind Krieger, wie sind denn die da quer übers, wahrscheinlich hier irgendwo. Keine Ahnung, werden wir gleich bestimmt sehen. We will see, wie der Deutsche sagt. Oh. Wo gibt's denn hier mal? Darauf eine Code schnellere Zero. Grenzausdehnung ist super. Ach, du hast das Pantheon gegründet? Ja. Wie bist du in Religion gekommen? Ist es ein seid ihr religiös? Keine Ahnung, das ist wahrscheinlich bei denen automatisch, ja, bei den wilden Völkern aus dem Süden, weißt du? Aber Alter, ich habe ganz schön viele Ressourcen angehäuft bei mir. Das sieht nicht schlecht aus. Ich mache mal so ein paar Screenshots nebenbei. Mach das. Für die YouTube-Grafik, dann verstehen Sie. Man weiß ja nie, wofür man das Ganze braucht. So, hier das Barbarenlager werden wir schön mal umschiffen, weil mit meinen Speeren werde ich da den Teufel tun. Die können eigentlich sich auch hier auf dem Hügel ein bisschen ausruhen. Oh, der Kilimandscharo. Der ist hier unten, oder was? Ja, irgendwo da. Wo war das? Beim Barbarenlager, wo da ein großer General ist, oder wie? Bei den Schritt gehe ich dann noch. Und den hier auch noch. Wir sind hier eine kleine Truppe, ne? Aber du hast auch kaum mehr Health Points mit deinen kleinen Kriegern. Naja, die sind auch gerade am Abheilen, weißt du? Ach so. Ja. So, ich muss mal kurz zurücksetzen. Ich habe nämlich die Stoppuhr, das spielen bestimmt 2 Minuten schon so. Damn it! Okay. Damit diese verdammten Barbaren auf diese. Also wirklich. So, Krieger. Und ich greife auch noch an. Oh, scheiße. Ja. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ich meine, das ist natürlich ein Vorteil, ne? Wenn ich ist jetzt natürlich ungefähr nicht sehe, schlecht, ja. Jeder weiß, was gemeint ist. Also Pechi wollte die Ruinen hier einnehmen und die scheiß Bestie hier hat sich davor hingestellt. Ja, ist natürlich blöd, jetzt sind wir natürlich in Konkurrenz zueinander, aber es ist halt dann so. Na, du kannst dich ja nach Norden ausdehnen. Buenos Aires, da müsste ich eigentlich mit dem Frachter hinkommen. Oder lieber Kornspeicher, oder lieber Schrein, oder die Stadtmauern. Nee, Stadtmauern auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. 2 Bautrupps erscheinen in der Stadt. Nee. Einen Bautrupp haben wir ja. Krieger, Speer, Triere, Frachter. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Lass dir ruhig Zeit, Conny. Entschuldige. So. Ja. Einheit benötigt Befehle. Steinbruch. Jo, jetzt können wir weitermachen. Super, ich mach schon hier Minus pro Runde in Sachen Gold. Ein Luxusgut. Unbedeutender Sieg, der bedeutet doch ganz schön viel. Nee, so. Sieg ist immerhin ein Sieg. Immerhin. Die Frage ist nur, warum ich so viele Punkte habe, wo habe ich die denn alle herbekommen? 81 hast du schon Punkte. Eine zweite Siedlung? Wie soll ich das denn machen? Ich bin gerade dabei, aber ich muss mich nochmal umorientieren. Nochmal ganz kurz, ich habe Venedig. Ich kann nicht einfach einen Siedler ausbilden, ich muss warten, bis ich die Optik erreicht habe. Ach ja. Das geht nicht so leicht mit der zweiten Stadt bei mir.
Verstehen Sie? Ich verstehe. Aber ich habe ja schon gesagt, es könnte durchaus langweilig werden, aber gut. Solange ihr euch das hier anschaut bei YouTube, auf unserem Nerd Derby Channel und uns bei Facebook und Twitter abonniert, ist mir das alles egal. So, Einheit benötigt Befehle. Haben wir doch gleich einen. Und zwar den hier. Antananarivo. Was? Kommst du klar? Nee, noch nicht. Aber gleich. Na gut. So, Moment, ich sag's dir gleich. Ich hab hier einen Stadtstaat. Antananarivo. Antananarivo. Ja. Tolles Ding. Wirklich ja. Richtig toll. Muss man echt sagen, da haben sich auch... Auch schön ist ja dieser Stadtstaat hier oben, Mbanza Kongo. Mbanza Kongo ist in meinem anderen Spiel sehr nett zu mir. Die haben mir schon 3 Einheiten geschenkt, weil ich so lieb zu denen bin. Ach, das ist so. So, jetzt brauchen wir dann mal... Offenes Gelände. Unbedeutender Sieg. Na klar, haben wir unbedeutender schon? Sieg. Die machen mich jetzt platt, oder was? So, hier geht's weiter. Haben wir schon... Ach, dann. Du hast jetzt die Ruine eingenommen, oder wie? Was? Welche? Conny, du musst aufhören, in der Vergangenheit zu leben. Hm? Das ist doch schon bestimmt 5 Runden her. Was war denn da jetzt wieder drin? Ich weiß es nicht. Das wird nicht angezeigt. Mir nicht. Irgendwelche Tipps bitte von euch Zuschauern. Ja. Und zwar ein bisschen zack. Hm. Hauptsache freundlich fragen. Das funktioniert immer. Freundlich fragen, so weit kommt es noch. Venedig, Venedig. Schönes Städtchen. Ach, scheiße. Was denn? Ach, scheiße. Ich hab doch gesagt, du sollst auf deine Wortwahl achten. Die nehmen hier bestimmt wieder, meine Einheiten ein. Deswegen ziehe ich die schnell ab. Leider. Diese verschissenen Barbaren. Das muss auch mal erlaubt sein. Auf jeden Fall. So. Was ist das denn, Kotzen? Bedeutender Sieg? Okay, die sind immer noch da. Machen wir. Okay, lasst mal gucken. Ihr geht mal hier unten. Ich darf nämlich jetzt meinen Pantheon gründen. Hätte ich jetzt aber richtig sauer. So, wie machen wir das jetzt? Da hätten wir noch Marmor. Ist auch nicht schlecht. Stein ist auch nicht. Und da unten sind ja wohl Barbaren, oder was? Also wirklich. Wir machen das mal so. Und ihr wartet mal kurz. Wein und Räucherwerk haben wir nicht. Gold und Silber haben wir nicht. Städten an Flüssen. Kultur von Dschungel. Dschungel haben wir auch nicht. Ach, da wird wohl ein Pantheon gegründet. Plantagen, ja, ja. Aber ich glaube von Steinbrüchen. Mhm. Oh, 6 Eisen. Geil. Ah, gefällt mir hier alles nicht, Mann. Gefällt mir alles nicht. So. Nein. Nicht? Doch. Na toll. Alles gut. Beide meine Einheiten im Hintern. In dem Kampf 50% mehr Erfahrung, 50% mehr Kampfstärke. Tradition. Entscheidender Sieg, das ist schon mal was. Komischkeit, das ist so. Hm. Ah, fuck. Jetzt geht es auf Klassik. Ja, ja, die Barbaren, das ist immer schön, immer wieder schön. Immer wieder schön. Findest du? Nee. Oh, meine zweite Stadt heißt, warte, Umgungundlovo. Wo hast du denn gebaut? Ach da, ich sehe sie. Umgungundlovo. Ich mache mal Folgendes, ich werde mal Venedig umbenennen in Nerd Derby. Mach das mal. Damit auch jeder weiß, wo der Frosch die Locken hat hier. Ich brauche mal wieder einen Krieger. Ach, da fällt mir ein. Wir könnten mal kurz gucken. Nahrungsfokus. Produktionsfokus. Goldfokus. Bringt gar nichts. Ist alles gleich auf, logischerweise. Ich habe ja nicht viel modernisiert.
Oh, scheiße. Was denn? Jetzt habe ich gleich richtig ein Problem. Und zwar ist gerade direkt in meiner Stadt ein großer Händler von Venedig erschienen. Ja. Zeitgleich aber sind da auch Barbaren um die Ecke und der Händler ist eigentlich eine nicht-militärische Einheit, das heißt, kann eingenommen werden. Hm. Das kann auch lustig werden. Fuck. Zack, schnell weg hier. Ach, jetzt sind da plötzlich Pferde. Na gut. Ich brauche schnellstmöglich Einheiten, Herrgott. Bauen wir eine Mine? Ach, super, mein Bautrupp, ey, zum Kotzen. Nein. Ich hab doch schon einen Produktionsfokus hier, Mann. Kann man mach doch mal machen. Ein bisschen Eier hier. Lass mal schauen. Also, ey, Bogenschießen. Ja, es hilft ja nichts. Einheit befördern. Lass dir ruhig Zeit. So, ja, ich muss kurz gucken. Es ist nicht so leicht gerade, aber... Antananarivo, da muss ich hin. Da geht nichts dran vorbei. Solange du nicht nach Umgungu und Lovu willst, ist alles okay. Ja, aber da muss ich auch erstmal runter nach Ach, da! Antananarivo. Jetzt sehe ich es erstmal. Was ist denn... Was hast denn du für ein... Für einen Knick im Hals. Hä? Antananarivo. 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 Ich finde, das ist ein bisschen zu viel A-N-A-N-A-N-A-N hintereinander. Da werde ich komplett bekloppt. Aber Ungungundlovu ist besser, oder was? Ja. Na gut. Finde ich schon. Such das Ziel Osmanenland. Mhm. Jetzt ist erstmal ein bisschen Leerlauf hier. Bei dir? Ja. Naja, die haben meine Krieger, haben sie weggelötet quasi, die blöden Barbaren. Da, wo ich eigentlich meine Stadt hinstellen wollte. Und jetzt muss ich erstmal ein bisschen Einheitenaufbau betreiben hier. Ich habe auch nur einen Bautrupp. Und mein Frachter braucht noch. Es ist einfach zum Mäusemelken. Nicht wahr? Ponyhof und so. Oh, was mache ich denn jetzt? Na klar, hier sind diese kleinen Pissnelken. Warte mal, ich hab doch schon Geld. Da kann ich mir doch schon... Ha! Krieger sind nämlich schön günstig hier. Dann machen wir es einfach mal so. Du kaufst schon eine Einheit? Ja. Und dann kann ich jetzt hier nämlich... Warum dauert das denn alle so lange? Was ist denn die Kanda? Zulu-Version der Kaserne. Aha. Das dauert aber alle so lange. Heieiei. Also, ich möchte gerne hier unten expandieren. Aber macht es überhaupt Sinn, so weit weg zu gehen? Weitermachen. Macht das überhaupt Sinn? Antananarivo sucht Investoren, Conny. Die werden gleich richtig investiert. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, nur so halb. So. Marco Polo. Oh, Marco Polo ist mein Händler. Marco. Polo. Oh, da musst du jetzt Polo sagen. Also wirklich noch nie versteckt mit Amis gespielt, oder was? Ist das scheiße? Das bringt mir hier gar nichts. Dann klick auf nächste Runde. Nee, geht noch nicht. Gleich. Och, ist das alles gerade ein bisschen mau, muss ich ja echt sagen. So, ich glaube, wir haben es im zweiten Viertel geschafft, die erste Viertelstunde zu verschlafen, oder? Lass mal gucken. Nee, in einer Minute ist die erst vorbei. Ja, ja. Wahnsinn. Naja, alles noch gut. Alles noch gut. Bogenschützen, scheiße. Ich meine Mist, Entschuldigung. Ja. Scheiße. Ach ja. Ich frage mich, wo ich immer diesen Glauben herkriege. Ich habe Glaubensproduktion plus 0. Hatte die ganze Zeit einen Glauben, jetzt habe ich plötzlich 41.
Du hast 41 Glaubenspunkte? Ich weiß aber nicht woher. Ich habe weder Schrein noch Tempel oder was auch immer. Na gut, nee, dann habe ich wahrscheinlich Glauben gefunden in dieser einen Ruine da. Glauben wird für die Gründung und Verbesserung von Religionen. Glauben kann auch dafür ausgegeben werden. Ich bekomme Guckst du jetzt gerade nach, was Glauben macht? Nee, ich bin gerade in meinem Stadtbildschirm und sehe, dass ich zwei Glauben pro Runde bekomme vom Gelände. Aber welches Gelände wirft denn hier Glauben ab? Ach, warte mal, nee. Ich sehe hier kein Glaubenssymbol auf meinem... Siehst kein Gelände? Ne? Ich sehe kein Land mehr, Land unter sozusagen. Ja, damit wäre die nächste Viertelstunde vorbei. Wir sehen uns dann gleich zum dritten Teil von Civilization 5 Brave New World bei Nerd Derby mit Conny und Pechi und mit Venedig und Shakata, Tatata oder wie heißt Ungung und Lovo. Ungung und Lovo. Bis gleich oder bald. Tschüss.